Wir sind die Drückeberger! Wir machen Ärger in diesem Land, weil wir die Freiheit lieben, stecken wir den Kopf nicht mehr in den Sand. Denn die Freiheit braucht keine staatliche Prüfung, haha, und die geht auch nicht in die Kasernen rein. Der Krieg, das ist das schmutzigste Geschäft, dafür wollt ihr kein Kanonenfutter sein. Ja, die Freiheit braucht keine Prüfung, und sie geht auch nicht in die Kaserne rein. Der Krieg, das ist das schmutzigste Geschäft, dafür wollt ihr kein Kanonenfutter sein. Nach Hause und mancher blieb auch für immer fort. Vom Krieg zerrissen, vom Krieg zerschossen und nur für Hitler oder wie immer sie Bevölker macht. Die Generäle, die Firmenbosse, die machten damals das große Geschäft. Mit Blut und Tränen und Brand und Sterben haben sie die Völker in den Tod gehetzt. Die Generäle, die machen heutzutage genauso gut wie ein großes Geschäft. Mit Blut und Tränen und Brand und Sterben, weil sich damit immer noch das beste Geschäft machen lässt. Aus den Ruinen den Trümmerhaufen, da kam der Schrei, nie wieder Krieg! Die hohen Herren in ihrem Schrecken, die schrien damals noch alle mit, haha. Doch als sie dann in ihre Banken gekrochen waren und die Menschen rührten, da merkten sie, dass sie noch reicher werden könnten. Der Krieg so nach dem Freibach, der war riesengroß. Als sie dann in ihre Banken gekrochen waren und die Menschen rührten, da merkten sie, dass sie noch reicher waren geworden. Der Krieg zur Nachkriegsreibach, der war riesengroß. Nie wieder Krieg, das war bald vergessen, denn damit macht man kein Profit. Die Russen kommen, schrie man jetzt von oben, und mancher Dummkopf schrie uns den Witz. In aller Eile war das Wirtschaftswunder installiert, damit das Volk vor lauter Dollars die Erinnerung an den Völkermord verliert. Ja, mittlerweile in aller Eile war das Wirtschaftswunder installiert, damit das Volk vor lauter Dollars den Verstand verliert. Die muss jetzt her, die alten Nazis auf ihren Posten. Wer keine Arbeit hat, erscheint Gewehr. Der Jugend könne wohl das Leben kosten. Doch siehe da, hip hip hurra, da sagten viele, ohne mich. Da hilft kein Grund und keine Frucht und auch kein Dürfler, nein, nicht. Thank you.
Helfer im Wirtschaftswunder, vom Wirtschaftswunder im Krankenhaus, im Altersheim. Haha, Allianz hält voll, das passt da rein. Doch niemals sieht man einen Bunzen darunter. Ach, okay, drum, Leute, was sollen wir verteidigen? Ist denn unser Fernsehapparat? Oder ist es die Dividende von Aktionär und Aufsichtsrat? Ja, liebe Leute, was sollen wir verteidigen? Ist es unser Fernsehapparat? Oder ist es die Dividende von Aktionär und Aufsichtsrat? Ja, wir sind die Deutsche Berger. Wir machen Ärger in diesem Land. Weil wir die Freiheit lieben, stecken wir den Kopf nicht mehr in den Sand. Denn die Freiheit braucht keine staatliche Prüfung und die geht auch nicht in die Kaserne rein. Jungs, da kommt da. Der trägt alles das Nutzen für Geschäft. Dafür wollt ihr kein Kanonenfutter sein. Oh nein! Muss mal gesagt werden, ne? Jetzt geht es los. So, danke Klaus und deiner Tochter.